Hallo Welt, da sind wir wieder in einem Versteck der Piraten. Wer hätte das gedacht hier? Einfach so haben sich Piraten hier niedergelassen. Auf so einem unscheinbaren, verlassenen Mond. Und was wir hier alles bekommen, so als Belohnung. Doch. Schon schön. Überraschend, dass so wenig Schmuggelware dabei ist, aber... ja, Piraten müssen ja nicht unbedingt schmuggeln, die machen ja andere Sachen. Ja, die machen das, sind doch keine Geschäftsleute, die nehmen sich, was sie brauchen. Ein bisschen Kunst haben wir da gefunden. Der Graf von Monte Cristo. Am 24. Februar 1815 meldete der Ausguck von Notre Dame de la Garde den Dreimaster, die Pharao aus Smyrna, Triest und Neapel. Wie üblich legte ein Lotse sofort ab, fuhr um das Château de Ulf und ging zwischen Cap Morgio und der Insel Arion an Bord der Pharao. Sofort waren die Mauern des Fort Saint-Jean voller Schaulustiger, denn in Marseille ist das Schiff wie die Pharao in den alten Docks von Phocaia gebaut, aufgerickt und beladen wurde und einem Eigentümer der Stadt gehört. Ach so, ich habe eine Zeile übersprungen hier. Sofort waren die Mauern des Fort Saint-Jean voller Schaulustiger, denn in Marseille ist es immer ein großes Ereignis, wenn ein Schiff in den Hafen einläuft. Vor allem dann, wenn das Schiff, wie die Pharao, in den alten Docks von Phocaia gebaut, aufgeregt und beladen wurde und einem Eigentümer der Stadt gehört. Ja, das ist so. Manchmal spielen die Augen einen Streich. So beginnt Alexandre Dumas' Literaturklassiker, der die Geschichte von Edmond Dantes vorzüglichem Rachefeldzug gegen den Mann erzählt, der ihm so manches Unrecht angetan hatte. Ich wusste gar nicht, dass der Graf von Monte Cristo von Alexandre Dumas ist. Ist das nicht der, der die drei Musketiere geschrieben hat auch? Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass der das ist. Ja, sicher ist der. Wer soll das sonst geschrieben haben? Oder die Bibel. Ach, die ist doch von Jesus. Ja. Entschuldigung. Sowas muss man wissen. Das ist so schwierig. Mach du das mal auf, ja? Ach, wir kommen nochmal wieder. Wir kommen nochmal wieder. Das ist ja der Hammer hier. Also belohnungstechnisch ist es jetzt so ein bisschen übersichtlich ausgefallen, aber dafür haben wir doch Munition bekommen und ja, Benzol.
Und Munition und außerdem, es geht ja noch weiter runter. Sind wir ja gleich im Hangar auch, oder? Von hier aus auch. Aber da müssten wir doch... Nee, ich glaube fast nein, oder? Was war das? Ach, guck. Starware. Robotersteuerung inaktiv. Status inaktiv. Einheiten aktivieren. Ja, erstmal Freund-Feind-Erkennung einstellen. Die werden sich wundern, wenn die hier nochmal landen. Erstmal finden sie die ganzen Toten. Ach, vielleicht glauben sie dann, die Roboter haben sie erledigt. Eingestellt auf aktuellen Nutzer und Einheiten aktivieren. Die kommen raus und räumen sofort auf, die Roboter. So, hier haben wir hoffentlich überall geguckt. Ja, ja, dann geht's nochmal runter jetzt. Oh. Bevor wir... Um Himmels Willen, wirf endlich was von dem Kram weg. Hey, das waren Credits, ich darf das. Meine Mama hat mir das erlaubt, die hat gesagt, ich soll gut aufpassen, wenn da was rumliegt. Geld, nimm das ruhig mit. Ja, okay. Ich glaube dann, dass wir hier schon waren. Warum glaube ich so etwas nur? Ja, weil alles leer ist hier, also... Es geht hier jetzt wieder zurück, aber ich frage mich, warum wir dann... das hier nicht gefunden haben, oder sind wir hier rüber reingegangen? Geht das hier vielleicht doch irgendwo anders noch runter? Ist das doch was anderes? Nein, das ist das. Da sind wir am Anfang runtergegangen. Guck an, das habe ich ganz anders in Erinnerung. Habe ich nicht so drauf geachtet. Ich habe auf gar nichts geachtet. Ich war erstmal... Oh, so viele Piraten da unten. Da müssen wir hin. Ja, jetzt. Ja, ja, okay. Jetzt wird mir doch so einiges klar. Naja, Piraten habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Ich habe gesagt, rote Punkte oder rote Striche oder so. Haben wir da hinten auch überall an den Tischen geguckt? Ich habe da noch eine Sukkulente gesehen. Ah. Benzol. Hauptbestandteil... von Aurora heißt das, ist Benzol. Wahrscheinlich diese Halluzination bekommt man, weil man sich eine Benzol-Vergiftung holt. Wenn das überhaupt möglich ist. Kein Buch für uns. Los, raus jetzt. Wir haben noch anderes zu tun. Wir hatten gar nicht vor, hier so ein Abenteuer zu erleben. Oh. Eine Glasscheibe. Ja, sowas kann schon mal vorkommen. Hier haben wir geguckt überall. Ja. Ja, ich glaube, dass wir viel 777er wiederbekommen haben. Die meisten schießen mit 777er. Wir müssen unser Gewehr unbedingt aufrüsten. Da muss ein Zielfernrohr drauf. Economic Meltdown. Oh. Da war aber jemand sauer mit dem Fernsehprogramm.
Ja, wollte wahrscheinlich keine Gebühren mehr für Netflix bezahlen. So, das kann man auch anders haben. Los, raus jetzt. Wir haben genug geguckt, wir haben alles. Mehr können wir nicht finden. Doch noch Schmuggelware gefunden? Nee, es war nur so ein weißer offener Koffer. Und wie viel wiegen wir dann zu viel? Oh, zu viel, zu viel. 10 könnten wir mit einem Drink wegmachen. Und 10 mit dem Rucksack. Also 20 würden wir hinkriegen. Dann wäre immer noch 4 zu viel. Können wir 4 Birnen essen? Och, nee, so viel wiegen die nicht. Ach ja, ach, wir laufen rüber. Den Rucksack können wir ja sowieso nicht aufsetzen hier. Viel zu heiß hier. Das ist unser Highschool-Rucksack. Wird uns wohl kaum hier vor der Hitze schützen. Ist doch gleich da vorne. Wir sehen es da sogar noch stehen. Arbeitet nicht, das Ding. Braucht Strom. Großer Lust, mir das große Gebäude hinter unserem Schiff auch noch mal genauer anzugucken. Ein andermal. Da was für dich. Richtig, du hast ja was für mich. Wo bist denn du? Cydonia ist eine Industriestadt. Was hast du? Die Leute sind... Endlich fragst du mal. Hier. Oh, Toxin. Willst du, dass ich mich vergifte? Wollen wir die Ausrüstung wieder tauschen? Dann zeig mal her. Inventar? Das müssen wir übrigens auch nicht unbedingt da haben drin, alles. Oh, wir müssen das nehmen. Nicht ihr geben.
War keine dabei, keine Waffe für dich? Echt? Tja, das Gewehr hier hat's dir angetan, aber du kannst damit echt gut umgehen, scheinbar. Du ballerst ganz schön was weg überall. Alle Ressourcen? Zeig nochmal. Alle Ressourcen nehmen. Danke. Bis dann. Bis dann. Also bevor wir in ein besiedeltes Gebiet reisen, da müssen wir auf jeden Fall hier aufräumen, weil ich glaube, dass wir Aurora jetzt hier auf den Boden geworfen haben. Eins würde ja schon reichen, um Ärger zu bekommen. Die Mütze. Hope-Take-Mütze, oh wie schön. Hilfe. Oh Mann, oh Mann. Eiweißriegel. Entgifter heilt alle Abhängigkeiten. Ja, Frostwolf. Ein Cocktail aus dem Kampfrauschmittel Whiteout und dem militärischen leistungssteigernden Chem-Reconstim. Reconstim plus 40 Schaden für 2 Minuten plus 50 Bewegungstempo für 2 Minuten minus 50% Bewegungsgeräusche für 2 Minuten. Full Food, würzige Würmer. Ach, das brauchen wir auch jetzt alles nicht. Oh, hoppla. Naja, egal. Ich wollte zwei eigentlich behalten. Orangensaft. Was ist Panopticon? Eine experimentelle Synthese des Chems, Reconstim und Infanterie Alpha. Plus 40% auf Fernkampfschaden für 3 Minuten, plus 35% Waffenpräzision für 3 Minuten, minus 50% Bewegungsgeräusche für 3 Minuten. Und Paramour, das ist die Überzeugendroge.
Recon Stim, Bewegungsgeräusche, -30% Bewegungsgeräusche. Oh. Gut, Harvest Linsen, Milch, Roggen, Spaghetti, Weißbrot, Rotwein, Räucherfilet, Schlangenöl, Solomons Reserve Bier, Sprudel, Synapse Alpha, Synthamid Galb, ach, die ganzen Fleische. Whisky Drink Pack. Trauma Packs brauchen wir jetzt auch nicht so viele dabei. Ja, ich denke, wenn wir 10 dabei haben, das sollte reichen. So, das war das. Dann. Ja, hilft ja alles nichts. Clawson Slate, haben wir da überhaupt reingeguckt? Achso, ja, haben wir. Und Delgados Direktive? Crimson Fleet, hier spricht Delgado. Ihr habt euch überall in den besiedelten Systemen ausgebreitet, wie wir es besprochen haben. Hört nicht auf. Freestar Collective, United Colonies. Sie glauben, die Galaxie gehört ihnen. Falsch. Sie gehört den freien Menschen der Crimson Fleet. Hat sie schon immer. Wir holen nur zurück, was uns zusteht. Und wir setzen ihren Egoismus und ihre Arroganz gegen sie ein. Wenn ihr alt genug seid, erinnert ihr euch noch an den Koloniekrieg. Diese Schwachköpfe sind für rein gar nichts gestorben. Sie haben überall Anlagen gebaut. Anlagen, die noch da sind, intakt und verlassen. Sie warten nur darauf, dass jemand sich dort niederlässt. Und dieser jemand ist die Crimson Fleet. Also los, fühlt euch wie zu Hause und tragt den Kampf verdammt nochmal direkt zu ihnen. Wow. Also ja, man kann sich vielleicht der Crimson Fleet auch anschließen, wenn man will. Gunibu, Analysedaten, Analysedaten, Analysedaten. Ah, oh, das ist ein guter Wert. Kuriernachricht für Marcel Duris. Ach so, ja, okay. Und Varun Skript, was? Skriptur? Das können wir aber nicht lesen. Ach so, ja, das ist ja sowas, genau. Cool. Was ist denn das überhaupt dann? Ein Untersetzer, eine Karte, eine Broschüre? Eine Skriptur? Bei den sonstigen Sachen. Die Holzente. Meine Güte. Junge, Junge, da haben wir uns aber mal zurückgehalten. Viel Spaß bei der Buchführung. Amelia. Hey, Captain. Hey, Marika, hallo. Hallöchen, Captain.
Ja, ich fürchte, eins ging zu Boden. Doch, das ist ja nicht das richtige Outfit, das wir gerade tragen als Captain. So, und damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge haben wir uns trennen können vom Versteck der Piraten und wir haben unser Inventar aufgeräumt. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.